Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr schon mitbekommen habt, hänge ich ziemlich auf Gold fest. Aber mittlerweile lief es dann doch. Ich bin auf einmal direkt von Gold 2 in Gold 1 gekommen, ohne eine Niederlage. Es lief auf einmal ziemlich gut. Jetzt in Gold 1 habe ich direkt zweimal hintereinander sogar gewonnen. Jetzt versuche ich natürlich mir Platin zu schnappen. Natürlich wäre es jetzt typisch, wenn ich jetzt das Video anmache, dass ich nicht mehr jedes Match gewinne hintereinander, dass ich jetzt die Winrate durchbreche. Die Handkarten hier sind nicht perfekt, aber ich würde sagen, wir nehmen sie trotzdem einfach mal mit, weil wir hier mit Hellsicht machen können und das ja schon oft einem sehr helfen kann. Das machen wir auch direkt. Das tun wir weg. Der ist nicht schlecht. Ich teste jetzt mal was. Ah, ne, er darf ihn auch in der ersten Runde schon unzerstörbar machen. Ich dachte schon, der Effekt zählt vielleicht nicht direkt schon. Dann war das Ganze relativ doof und wir haben eine Karte gewastet. Wir sagen einfach mal, dass wir uns nicht so freuen über das Mana. Jetzt teste ich nochmal was. Es ist totales Gewaste von Karten. Weil er muss ja getappt werden, um unzerstörbar zu werden. Aber anscheinend geht das trotzdem nochmal, obwohl er schon getappt ist. Dann war das Ganze ziemlich dumm, jetzt zwei Karten für ihn auszugeben. Aber dafür musste er auch Handkarten wegschmeißen. Wir können nämlich hiermit ihn einfach so töten nachher. Aber jetzt weiß ich zumindest ein bisschen mehr und weiß, wie die Karte funktioniert. Dauert es noch eine Runde und dann können wir ihn zerstören, seine krasse Kreatur. Es war also gar nicht so schlecht, dass wir unbedingt ihn zerstören wollten, weil der ja gar nicht mal so schlecht ist. Ich bin mir nicht sicher, aber es kann sogar sein, dass die Kreatur auch hiervor geschützt werden kann. Wir werden es sehen. Ich weiß nicht genau, ob das. Doch, es bringt nichts, weil es ein Massenremoval war. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Oh, wir haben verloren. Cool. Egal, dann muss ich jetzt noch zwei Matches hintereinander gewinnen, um den Sieg wieder zu holen. Aber ich habe auch ziemlich bad gespielt und deshalb ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich spiele jetzt noch schnell die eine Runde und dann sind wir wahrscheinlich wieder kurz vor Platin. Diesmal habe ich schon bei meinen sieben Handkarten ein deutlich besseres Setup bekommen. Natürlich muss man sagen, fehlt hier ein bisschen der Removal-Stuff, aber wenigstens kann ich hier richtig gut an Mana kommen. So, wir haben hier eine meiner Hassdecks als Gegner, nämlich ein Mill-Deck. Und wir wollen jetzt unbedingt die Verzauberung loswerden. Er gibt uns den Planeswalker, das war nicht so schlau für ihn. Denn bald darf ich alle Karten, die er mir in den Friedhof gesetzt hat, einfach so wieder spielen. Wir machen den Effekt direkt nochmal. Und er gibt schon auf. Wir hätten jetzt hier ganz viel machen können. Hatten die sogar noch zweimal auf der Hand. Wir sind wieder zurück. Und jetzt noch ein einziges Match, noch ein einziger Punkt und dann sind wir Platin. Das wird sich jetzt auch noch gegönnt. So, wir sind hier in dem nächsten Match. Handkarten sind nicht schlecht, aber ich riskiere es und mille. Die sind jetzt ein bisschen schlechter geworden, aber ich traue mich nicht nochmal zu millen und nehme es deshalb so, wie es ist. Hier, das ist ja zweifarbig und jeder hier kann einer Kreatur seiner Wahl Schutz vor einer Farbe geben. Das weiß ich aber nicht, wie das dann funktioniert, wenn er kombiniert mit einer anderen Sache ist. Und dann würde ich sagen, lassen wir das Ganze erstmal hier. So, jetzt zerstören wir noch eine Kreatur unserer Wahl. Den Minus-Minus, also eine von den beiden. Wir nehmen die, weil die andere kann ja, die hier kann ja auch einfach seinen Kollegen schützen. Er hätte es auch opfern können, das wäre schlauer gewesen. Also jetzt hat er noch Mana offen, was natürlich auch nicht schlecht ist. Aber dadurch haben wir noch ein paar Lebenspunkte dazu bekommen. Okay, er hat eine Karte mit Schutz vor allem mehrfarbigen. Das interessiert uns aber erstmal nicht, denn wir schicken ihn jetzt einfach trotzdem ins Exil. Wir müssen jetzt auch entweder nochmal ein bisschen Mana nachziehen oder mal eine krasse Kreatur. Mana ist auch nicht schlecht, aber wie gesagt, das reicht uns noch nicht. Die Karte müssen wir leider auch loswerden, damit er keine Unzerstörbar machen kann. Und wir haben jetzt leider nicht genug Mana, um die hier zu spielen. Wir müssen jetzt wirklich hoffen, dass wir einen Mana ziehen, weil sonst geht das Ganze hier nicht gut aus. Und das war genau das, was wir gebraucht haben. Glück im Unglück. Ja, wir geben uns jetzt mehrere Sachen. Zum einen den Extrazug, den 8-8er und den Tibalt. Okay, wir kriegen den Tibalt und den Extrazug. Nicht den Extrazug, sondern den Kraken. Dann tun wir erstmal diese Karte hier ins Exil schicken, damit sie uns nicht mehr nervt. Ja, das ist natürlich typisch, dass er jetzt so gut nachzieht. Damit kann man natürlich nicht rechnen, aber das heißt noch lange nicht, dass wir verloren haben. Im Gegenteil. So, wir greifen jetzt einfach an hier. Dann dürfen wir noch hier was machen. Leider haben wir, glaube ich, keine Menschenkarte oder was auch immer man braucht.
Und wenn er jetzt nicht die beste Karte in seinem Deck zieht, dann könnten wir das sogar schon gewinnen. Okay, er gibt uns noch einen 5-4er, den nehmen wir natürlich gerne an gleich. Und dann machen wir jetzt nochmal ordentlich Damage. Er gibt schon auf. Ich weiß gar nicht, ob er zu 100% gewonnen hätte, aber es reicht ihm scheinbar. Und darüber sind wir ziemlich froh, weil wir sind jetzt einfach Platin, endlich. Und es sieht extrem cool aus. Wenn ihr sehen wollt, wie ich in dieser Season eventuell sogar noch Diamant hole, dann lasst gerne ein Abo da. Und wenn euch gefallen hat, wie ich Platin geholt habe, lasst auch gerne ein Like da. Ciao, bis zum nächsten Mal.